So, es kann weitergehen. Die erste Schicht ist drauf. Anthrazit, grau. Da sind sogar ein paar Silbersprenkeln drin. Spielt keine Rolle, kommt hier eh nachher Silber drüber. Aber so ist es jetzt. Wer den genauen Farbton hier kennen will, heißt Jochen Anthrazit, glaube ich. Ja. So, da kommt noch eine Schicht nachher drüber. Schleife ich vorher ab, weil jetzt noch ein bisschen Zeug drunter ist und was weiß ich. Einmal abschleifen, noch eine Schicht drauf und dann Silber drauf. Das also dazu. Plexiglas, das ist schon wieder mein Adressaufkleber, oder? Ne, doch nicht. Plexiglas gebohrt, ein bisschen angesenkt. Löcher rein, sind 8 mm Löcher, da kommen nachher 5er Schrauben durch. Da sind größere Löcher drin als hier. Denn das neigt nachher, falls sich da mal was dehnt zum Platzen oder was auch immer. Oder falls sich da was verschiebt. Und das möchte ich dann gerne nicht an den Löchern haben. Nicht, dass das dann nachher so an so einem Loch knack macht. Das wäre unschön. Deswegen die ein bisschen größer zum Nivellieren und was weiß ich. Die, wie gesagt, kleiner. In der Zwischenzeit sind angekommen. Achso, hier noch zugesagt. Klein vorgebohrt, 3 mm, 5 mm, 7 mm, 8 mm, glaube ich. Macht das nicht zu groß, sonst macht es direkt knack. Ja, hierzu ist angekommen. Ping. Alter, sind die schwer. Das wird ein voll leichtes Gerät. Der Gerät wird voll leicht. Cookie, Cookie. Wieder eine Hand. So wird das jetzt. Also da kommt ja nachher Plexiglas drauf. Und dann kommt an den Seiten entsprechend Stahlleiste. Mit der Option, später hier mit Abstandshaltern hochzugehen. Wie gesagt, Option hochzugehen, weiß ich nicht, 10, 15 cm. Ja, mit so einem Galeriestecker da ein Plexiglas vorzumachen. Lasse ich aber erst ohne. Ich weiß nicht, wie Kolle das nachher haben will. Ich mache erstmal einen schönen Stahlrahmen, der soll nachher aber auch genauso schwarz werden, wie der andere Rahmen hätte sein sollen. Ja, so machen wir das. Wer sich fragt, warum das schwarzes Metall heißt teilweise. Ja, schwarze Finger. Stahlschwarz, also unbehandelt. Oh Gott, jetzt kommt S235, glaube ich. Oder so. War die alte Bezeichnung vermutlich ST37 vielleicht. Ich überspreche es wahrscheinlich, falls ich es falsch habe. Ja, gut. Das ist der Material. Das ist das Material. Das, wie gesagt, einmal rundum. Vorne rein ist das eine 20er Länge. Und nach hinten 30, weil ich habe ja hier 16 mm plus Plexi 20 mm, plus Plexi 10 mm sind 26. Also muss ich 26 überbrücken, deswegen ein Profil von 30er Länge. Das ist 3 mm dick, also bedeckt das wahrscheinlich nur 27, aber es reicht ja. Ja, so kommt es dann hier an den Ecken, dann rum, nachher festgeschraubt, ja. Gut. Und so hoffentlich halbwegs clean aussehen. Ich habe jetzt versandtechnisch nur Meterstücke gekriegt, das heißt, ich werde da stückeln müssen, ich werde da stückeln müssen und so weiter und so fort. So ist es halt. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich es hier an den Enden immer auf 45 Grad schneide, also hier 45 Grad und dann das nächste anlege, oder ob ich es im ganzen Stück einmal hier nur V-förmig ausschneide, entsprechend auf der anderen Seite und das dann umknicke. Das weiß ich noch nicht, muss ich gucken, wie es zusammengeht. Vermutlich wird ein Ding zum Probieren dran glauben müssen. Ja, also wie gesagt, ich kann es entweder 45 Grad hier ganz abschneiden und dann das andere Stück anschweißen mit ähnlicher 45 Grad Schräge nur von der anderen Seite, oder ich kann hier immer V-förmig ausschneiden, zweimal 45 Grad bzw. eben 90 Grad und das dann einknicken. Da sind die zwei Optionen, welche ich wähle, werdet ihr dann nachher sehen. So geht es jetzt erstmal weiter. Seid ihr auf dem Laufenden? Könnt ihr wieder Zeit drauf gucken. Bis denn dann. We'll be right back.
So, es ist schwarz und glänzt. Ich hoffe, das bleibt so. Wenn nicht, liegt wohl wirklich ein Fluch auf dem Teil. Dann kriegt Keule den Arsch voll mit Anlauf. Ein bisschen rumgehen. Ja. Also gut, ja, Scheinwerferlicht und so. Oder Deckenlicht. Und ja, Glanz. Tüdelü. Löcher habt ihr ja gesehen, hatte ich schon vorgebohrt, dann mitgrundiert und mit lackiert. Hat den Vorteil, dass ich habe danach kein blackes Metall, wenn ich es später erst reinbohre. Also vorher einmal Maß nehmen. Löcher rein, mitgrundieren, lackieren. Dann hat man auch Lack unter den Schrauben. Also unter den Trichtern, Zylindern, 45 Grad, Schrägen, wie auch immer. Ja, also sind ja Senkkopfschrauben, werde ich da wahrscheinlich rein tun. Ja, das wird jetzt noch ein, zwei Tage vor sich hin trocknen, denke ich. Also ich bin schon bei Tag 2, das hat schon ordentlich getrocknet. Aber damit es nachher schleifbar ist, denn so ein bisschen Staub kommt da eh immer drauf, muss nochmal abgeschliffen werden, damit es dann schleifbar ist, warte ich lieber einen Tag länger, als einen Tag zu früh zu schleifen und nachher wieder das ganze Werkstück zu versauen. Ja. Wehe, da passiert jetzt nochmal was mit. Ansonsten ist das Ding wirklich verflucht und Keule kriegt einen Arsch voll mit Anlauf. Das haben wir so ein verfluchtes Projekt aufgetragen hat. Ja, weiter im Zeitraffer. Ach so. die Rückenplatte darf ich noch ein drittes Mal machen, weil die Maße wieder nicht so ganz gestimmt haben. Ich hätte es reinlegen können, sah aber blöd aus. Also habe ich es noch ein drittes Mal gemacht. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen im Video. Ich weiß nicht, wie ich das schneide. Wahrscheinlich werdet ihr ja schon gesehen haben. Ja, so ist es, ne? Kann man nichts machen. Gut. Also Rückenplatte fertig machen, das heißt noch selber lackieren, hinten ein paar Aufhänger dran, eventuell eine kleine Aussparung für das LED-Licht. Also eine kleine Macke rein, damit ich den Strip durchziehen kann. Plexiglas muss ich noch mattieren einseitig und die Seiten polieren. Dann alles einlegen, vielleicht ein bisschen absilikonieren hier und da. Ja, festschrauben und dann war's das. Boah, Endspurt, ich hoffe. Everything changes. We'll be right back.
dunkel, dunkel. Erst 8:30. Die scheiß Jahreszeit kommt wieder. So ein Mist. Also prinzipiell mag ich Winter, aber so früh dunkel ist immer doof. Und irgendwann kommt noch diese beknackte Zeitumstellung, dann ist ja der Tag ganz kaputt. Naja, bringt uns hierzu. So, Rahmen drum, Plexi hinter. Und wenn man es nicht richtig verkehrt zusammengebaut hätte, würden die Löcher dort unten noch mit den Löchern übereinstimmen. Ich mache jetzt trotzdem Feierabend, morgen drehe ich das Ganze nochmal um und mache das vernünftig fertig. Irgendwann hat die Konzentration anscheinend nachgelassen, ja. Aber ziehen wir mal was Positives aus dieser Dunkelei hier, draußen und so. Da können wir gleich mal testen, wie das so aussieht, wenn es leuchtet. So, kann man jetzt schon viel erkennen, ich glaube nicht. Auf der Kamera, ich gehe mal einen Meter zurück. So, so Gameboy-Halter fehlen natürlich noch, ja. So in der Art. Nach innen wird natürlich die Beleuchtung dunkler, ist logisch. So viel Power haben die LEDs dann auch nicht. Und so ist, ja, ganz dunkel, ne? Also, das ist hell, nur im Raum ist dunkel. Aber ich glaube, das erkennt jeder. Also hier sind dann nicht so hell, trotzdem ein bisschen beleuchtet in außen. Natürlich mehr beleuchtet. Hätte der LED-Strip noch zig Watt mehr, würde natürlich alles beleuchtet werden. Aber, ja, was soll's. Ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt so. Gibt dem Ganzen dann ein wenig Tiefe. Joa, was gibt es denn zu sagen hier noch? Achso, ich musste beide Seiten mattieren. Also das ist hier mattiert mit, wie heißt das, Exzenterschleifer. Und ich glaube ein 150er Blatt. Ein bisschen mit Wasser, ein bisschen ohne Wasser. Müsst ihr dann gucken, wie euch das am besten gefällt. Und die andere Seite, die ich eigentlich offen lassen wollte, also glatt lassen wollte, poliert lassen wollte, musste ich dann doch auch mattieren, denn das Plexi-Stück hat doch auf dem Versandweg anscheinend relativ viele Kratzer gekriegt und das sah sonst doof aus. Also beide Seiten mattiert. Macht nichts, scheint trotzdem noch halbwegs hell. Ja, so ist es. Also, ich glaube, morgen ist dann wirklich mal Endspurt angesagt. Plexi-Scheibe vorne umdrehen ist angesagt. Was ist noch angesagt? Ja, hier. Halter polieren und anschrauben. Und mehr kommt dann erstmal nicht. Das war auch sonst genug Arbeit. Ja, gut. Jetzt sage ich erstmal gute Nacht und morgen Zeitraffer für uns wieder. Bis denn dann.
Halleluja, es ist fertig. Yay, hey, hey. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch fertig wird, aber es ist fertig. Ich auch, das Ding auch. Gut, was habe ich heute noch gemacht? Die Platte umgedreht, Schrauben wieder rein. Die Halter ein bisschen aufpoliert. Die Riefen sind natürlich vom Fräsen. Die Seiten glänzen mehr als alles andere. Oh, da kann man sich sogar sehen. Ja, so ist es. Kann man hier jetzt wunderbar 15 Gameboys dran hängen, wenn man 15 Gameboys hätte. Alternativ kann man da auch Gameboy Advance dran hängen. Und was man auch noch kann, sind Gameboy DS Faltrum dranhängen. Ja, ha. Nein, ist Quatsch. Das ist natürlich nicht dafür gedacht. Dafür müsste man dann irgendwie invertierte Halter bauen oder so, die quasi U-förmig rumgehen oder die andersrum drehen. Und die Fräsung ein wenig anders machen. Aber für normale Gameboys geht's, für den Advance auch, aber man hat natürlich dann hier zu viel noch über. Es war ja auch für Gameboy und Gameboy Pocket gedacht, ja. Genau, für die war es gedacht. So, muss ich mal eben hier den Plünn wieder wegbringen. Zack. Zack. Ich weiß gar nicht, ob da noch großartig was zugekommen ist. Die Rückplatte sieht man wahrscheinlich, dass das jetzt USB und nicht MDF ist. Das liegt daran, dass 16er MDF zu dick war und ich wollte 12er MDF haben. Hatten aber kein 12er MDF und jetzt ist da eine USB-Platte, aber mit dem Silberlackieren hinter. Manch einer wird wahrscheinlich nicht mögen, dass da jetzt so Striche drin sind, aber ich finde das ganz geckig. Also ich finde, das kann man gut machen. So ist es jetzt. Also ich habe nur eine 12er USB-Platte gekriegt. Und eigentlich, also ich persönlich mag es. Ich weiß nicht, wie es Kolle nachher sagen wird, aber ja, ist ja egal. Die muss sich ja nicht gefallen, ist ja nur für ihn. So, das Ganze dann nochmal am Tag anmachen. Plop. Kamera stellt sich um, bla bla. Ja, jetzt sieht man schon, wie das so ein bisschen mit den Schatten wirkt und so. Ich mache nachher dann nochmal Fotos. Gleich schmeiße ich mich dann an den Schnittrechner. Den Rahmen muss ich übrigens noch einmal polieren, den habe ich noch nicht poliert. Glänzt zwar schon ganz gut, aber noch nicht so ganz gut genug. Also werde ich hier nochmal polieren. Aber ich denke, ihr kriegt einen Eindruck davon. Ich schiebe nachher ja sowieso noch irgendwelche Fotos nach. So sieht es nachher aus. Stellt euch das Ganze mit 15 Gameboys vor. Oder mit 9 Gameboys und, jetzt muss ich wieder rechnen, 6 Gameboy Color. Oder mit was auch immer ihr wollt. Ein Mettbrötchen kann man sich da auch gut vorstellen drauf. Alles kann man sich darauf vorstellen. Ein universelles Produkt. Ja, gut, was bleibt über? Achso, feiern wollte ich, ne? Ich wollte jetzt feiern, dass das Ding fertig ist. Moment, dann mache ich richtig einen drauf. Ey. Ey. Oh, der nicht. Oh, immer diese Polenware. Der war lauter als gedacht. Ja, so, genug gefeiert. Genug gefeiert. Rest am Schnitt-PC, falls ich noch irgendwas vergessen habe mit Einblendung oder so. Ansonsten, wie gesagt, nachher Fotos. Und ja, tschüss und ahoi. Bis denn dann.